Servus Freunde und herzlich willkommen zu Mario Kart 7 Online. Ja Freunde, ich nehme das hier auf, ja logisch, und ich begrüße euch herzlich zu Mario Kart 7 Online. Ich habe kein Thema und dieses Mal bin ich auch alleine. Ich sehe Mario Kart 7 Online als Chill-Projekt an. So, das ist einfach chillig halt. Und das liebe ich einfach, wenn ich, ja, wenn ich es einfach mal aufnehme. Das bockt schon, das ist richtig cool. Ja, und bald kommt auch noch Mario Kart 8 online. Wahrscheinlich sogar früher als das hier. Ich kann es jetzt natürlich nicht entscheiden, Freunde. Wahrscheinlich aber eher nicht, ne? Nee, nie im Leben. Also, nee. Also, Mario Kart 7 online kommt höchstwahrscheinlich viel früher als Mario Kart 8 online. Ja, das ist eher so mein Chiller-Projekt, wo ich jetzt einfach mal ganz normal laber mit euch. Ja, Freunde, und ich spiele hier noch ein bisschen. Aber so viele Parts meinte ich jetzt auch nicht machen oder so. Sondern ich übertreibe es auch nicht, ne? Also ganz ehrlich. Bei Mario Kart 8 werde ich es auch nicht so übertreiben. Es reichen ja ein paar Projekte. Ich nehme einfach mal ein paar chillige Projekte auch mal meistens auch auf. Weil es ist dann schon beruhigend zu sehen, dass man auch ganz normale Spiele hier spielen kann, die einfach dich nicht fordern oder so, oder wo du halt auch nichts offscreen machen musst, um die 100% zum Beispiel zu erreichen. Da ist eher das Spiel eine schöne Alternative von den ganzen anderen Kram. Oh, du Wichser, Alter! Hört mal auf, mich runter, du Schubsen! Meine Güte! Was ist mit euch los, ihr Pisser? So. Alter, voll die Gangpisser, ey! So, Alter, ich geb dir einen in die Fresse! So. Oh, geil. Ja, das ist richtig scheiße, finde ich. Wie soll man den Item-Button drücken und gleichzeitig auch noch fahren? Das ist ein bisschen schwierig, aber man kriegt es schon wahrscheinlich hin. Also, ich bin jetzt wahrscheinlich ganz hinten, Alter. Was soll denn das Scheiß? Ja, gut, so weit sind die jetzt auch nicht von mir entfernt, aber es geht ums Prinzip. Ich wurde dreimal runtergeschubst. Oder zweimal, ja. Ungefähr zwei oder dreimal. Wurde ich runtergeschubst und das habe ich mir mehr als verdient. Freunde, das habe ich mir mehr als verdient. So. Gut, vierter. Bams, das habe ich mir auch verdient. So. Ja, verpiss dich. Lappen. Da ist der Typ. Da ist dieser Yoshi, dieser Fame. Geil. Nee, das ist Mario. Was laber ich da für eine Scheiße? Oh, Junge. So. Mann, du Penner! Was schubst du mich auf deine Banane, du Penner? Also, was soll ich dazu sagen? Die sind ganz schöne Kackpisser, die einfach denken, die wären was, ne? Kann man das so sagen? So. Ich weiß auch nicht, über was ich mit euch reden sollte. Ich sollte das echt mal so machen, dass ich ein Thema vorbereite. Genau, ich kann ja über ein anderes Thema reden. Und zwar wurden jetzt schon zwei Modis angekündigt für Smash Bros. U. Und zwar den Stage Builder. Dann noch, wie hieß denn der Board? Stage Builder gab es noch in Board Games oder sowas. Board Game Mode oder so. Und ja, ich habe keine Ahnung, was das bedeuten soll. Was ich mir vorstellen könnte, dass es irgendwie einen neuen Story-Modus gibt. Zwar immer noch ein Story-Modus, ne? Aber irgendwie erweitert. So gesehen mit einer neuen Idee oder sowas fortgesetzt. Das wäre auch mal was Cooles, oder? Also ganz anders wie in Brawl zum Beispiel, dass man da was ganz anderes dann macht. Naja, wir können nur gespannt sein. Ich nehme jetzt eine zufällige Strecke. Ist mir völlig egal, was jetzt kommt. So. Ist eigentlich völlig egal. Ich kann bei jeder Strecke reden mit euch. Das ist ganz normal. Und wie Pilzschlucht. Oh, in Mario Kart V-Style, Leute, oder was? Weil Koopa Cap kam ja auch von Mario Kart V. Ist auch mal eine coole Sache eigentlich. Nur V-Strecken zu fahren zum Beispiel. Das ist richtig cool eigentlich. Könnte ich eigentlich machen. Ja, können wir eigentlich machen, Alter. Ja, doch, können wir eigentlich machen. Das wäre ja kein Problem. So. Wobei, nee. Müssen wir jetzt nicht unbedingt machen, oder? Aber ich fände es irgendwie cool. Wollen wir das machen, wenn wir es schaffen überhaupt?
Alter, beim Glücksrad natürlich. Das ist immer so eine Sache. Ach du Penner! Ach, jetzt setzt euch Hurensöhne! Das ist natürlich so eine Sache, wie man das macht und schafft, ob man es überhaupt schafft, dass man nur Mario Kart Wii-Strecken auswählt. Da muss ich schon wirklich hoffen, dass es nur Wii-Strecken kommen. Dann kann ich dazu echt das sagen, Freunde. Ja. So, ich bin letzter. Richtig schlecht, Alter. Ja, aber auch aus einem vertretbaren Grund. Na gut, ich spiele irgendwie sau schlecht jetzt gerade. Woran liegt das? Keine Ahnung. Was soll ich denn dagegen machen? Was mache ich überhaupt? So, komm. Ich verliere die ganze Zeit. Ja, komm schon, Alter. Was soll denn der Scheiß? Wer ist überhaupt hinter mir? Nur Luigi, ey, der Pisser. Ja gut, die schubsen mich auch immer runter, die Penner. So, verpisst euch. So. Okay, der Blooper stört euch aber nicht so übertrieben weiter. Und ich bin Siebter, oh mein Gott, immer noch. Ja. Komm schon, Alter. Ich möchte mal überholen. Komm, gucke Willi, bitte. Okay, jetzt hat Fraps wieder seine Tage. Nee, wobei. Es geht wieder. Einigermaßen. Ach, ich weiß jetzt, wie man noch einen Trick macht. Mit dem R. Mit dem R-Tasten da. Hätte man mir schon früher sagen können, ne? Ganz ehrlich. Das hätte ich jetzt nicht gewusst, ganz ehrlich. So. Nein! Nicht vom Ziel! Ach komm schon, Alter, was soll denn der Scheiß? Komm schon, ich möchte euch überholen und nein! Oh mein Gott, was ist mit mir los? Ich glaube, ich kann einfach die Wii-Strecken nicht mehr so gut fahren. Aber ich habe gar keine Punkte abgezogen bekommen. Alter, dieses Mal bin ich richtig schlecht in dem Spiel. Woran liegt das? Aber das Spiel bockt immer noch, also ganz ehrlich, Mario Kart 8 ist genauso gut eigentlich. Wobei, Mario Kart 8 würde ich sagen, das ist schon viel, viel besser. Aber das ist natürlich nicht schlecht. Mario Kart 7 ist nicht schlecht. Habe ich im Part 2 zwar gesagt, aber die Fehler bei der Datenübertragung kamen nicht mehr. Es war wahrscheinlich irgendein Grund, wahrscheinlich wegen der Pokémon Omega Rubin Demo. Und ja, die habe ich leider noch nicht. Ich weiß nicht, wann ich die holen sollte oder überhaupt. Ich mir die überhaupt hole. Das LP werde ich auf jeden Fall machen. Zu Alpha Saphir weiß ich noch nicht genau genau Bescheid, ob ich das mache. Aber wahrscheinlich zu 90% mache ich das auch. Weil ich ja jede Edition machen will. Nicht nur jede Edition so gesehen, sondern auch wirklich beide Versionen. Nicht nur zum Beispiel Pokémon Rubin, Saphir und Smaragd. Die werde ich alle drei machen. Nicht nur eins von denen zum Beispiel. Wisst ihr, was ich meine? Genau. Und ja. Da haben wir noch genug zu tun, denke ich. An sich wird es eh sowieso nicht so lang dauern. Da haben wir auch nicht so viel Pokémon. Wenn ich ja nur eine Edition von den Auswahlen dann mache. Das wäre dann schon scheiße, ne? Ich versuche mir auch neue Sachen auszudenken, wie ich das gestalten kann. Meistens mit Free Gathers, Two Gathers oder Nuzlocke Challenges. Eine Nuzlocke Challenge wäre mal cool. Ganz ehrlich, ich habe noch nie eine Nuzlocke Challenge gemacht. Und ja, bei Editionen, welche ich natürlich gut kenne, könnte ich es mir sogar vorstellen. Bei anderen Editionen ist es was anderes. Da kenne ich sie natürlich nicht gut genug, um da überhaupt eine Nuzlocke Challenge zu machen. So, ich bin Erster, das ist super. So, Dankeschön für den Pelzen-Job. So. Jetzt fahre ich einigermaßen noch gut im Takt. Ich rappe ihm Takt, Bitch. So, erstmal schön driften. So, hinter mir ist jemand, oder? Oder was habe ich da gehört? Ein Stern, der leuchtet. So. Ein Stern, der deinen Namen trägt, Bitch. Das müsste man mal bei Mario Party singen, wenn man einen Stern kauft. Ganz ehrlich, das würde passen. So, habe ich überhaupt... ich habe doch gar... Habe ich kein Item bekommen gerade? Naja, egal. Erster bin ich immer noch und ich habe noch einen gewaltigen Abstand. Das seht ihr zwar nicht.
Aber wir haben einen gewaltigen Abstand zwischen all den Pissern und all die Pissern. Ich kann es einfach so machen, dass ich ein paar Mal beide Screens zeige und ihr euch dann vielleicht entscheidet. Ich weiß gar nicht, ich nehme das hier alles eigentlich im Voraus auf. Und ich würde sagen, ich kann auch Mario Kart 7 Online eigentlich verzichten, würde ich sagen, meistens. Ich werde ja sowieso noch genug Online-Parts machen. Wahrscheinlich noch über 20. Wahrscheinlich. Ich sag jetzt nicht, dass es sicher so ist. Sondern wahrscheinlich, Freunde. Aber ja, mehr sage ich dazu erstmal nicht. 20 Stück, das wird erstmal geil. Ich habe jetzt nicht gesagt, dass im nächsten Part, dass ich das mache. Sondern wahrscheinlich in den nächsten Parts oder sowas. Dass ich einfach mal einen Test mache. Und ja, ich bin aber immer noch in der Vorausaufnahme. Das heißt, ihr könnt eure Meinung noch gar nicht schreiben. Das ist ja das Krasse. Und ich habe diesen Part jetzt aufgenommen, wo erst, ich glaube, der erste Part ist von Mario Kart 7 erst draußen. Also vom normalen LP, nicht vom Online-LP. Und nach dem normalen LP startet halt dieses Online-Modus. Das wisst ihr bereits dann schon. Ja. Also, wie viele Runden haben wir schon gefahren? Wir haben 3 Runden gefahren. Bis jetzt haben wir nur Retro-Strecken gefahren. Das ist aber auch ein guter Retro-Strecken-Part. Würde ich sagen. So. Ach, genau. So. Dann nehme ich auch mal irgendeine Strecke hier. Ne. Ja. Nehmen wir das mal. Cooperstrand, ich mochte den immer. Ich weiß nicht wieso, aber der ist ziemlich cool. Also den fand ich nie schlecht. So, alles sind komplett. Wahrscheinlich kriegt man jetzt wieder eine Retro-Strecke. Perfekt. Geil. Der Part wird auf jeden Fall auf Retro-Strecken basieren. Das finde ich richtig toll. Das finde ich richtig toll. Finde ich richtig cool. So, boops, deops. So, ich habe den Turbostand nicht hinbekommen. Ich weiß auch gar nicht, wie der geht. Geht er genauso wie in Mario Kart 8? Dann versuche ich ihn mal nächstes Mal beim nächsten Rennen zu versuchen. Wenn ich es nicht vergesse. So, jetzt gibt es erstmal Cockshellen für die ganzen Crew-Rapper. Verpasst euch, ich bin wie Bruce Nether. Mann, du Penner. Komm jetzt her, du Penner. Jetzt gibt es erstmal eine Cockshellen, Batsch. Och Mann. Ey, du bist weiß, Alter. Was ist mit dir los? Verpiss dich. Boah, du Hau. Was soll der Scheiß? Was gibst du mir eine Cockschelle? Ganz ehrlich, was ist mit denen los, Alter? Der haut einfach mal jeden K.O. Das finde ich jetzt echt nicht von dir schön. Das finde ich echt nicht von dir cool. So, Bams. Oh nein, nein, nicht die Banane in die Schelle bekommen. Diese Banane möchte mich trennen. Diese Banane möchte ich bängen. Oh yeah. Okay, ich hör auf zu singen. So. Ach, verpiss dich, Alter. Was soll der Scheiß? Hau ab, du Penner. Okay. Bis jetzt konnte ich noch nichts sagen. Du Pisser. Döbe, döbe, döbe. Okay. Ach du Penner! Nicht vor. Oh, danke, du hast mich weggeschubst von der scheiß Banane da. Ich bin immer noch Vierter, das ist nicht schön. Das ist nicht schön. Oh geil, die 7! Oh geil! Nein! Oh, Zweiter noch geworden. Das finde ich super. Oh geil, mit dem Stern der Wahl. Sehr geil. Nächstes Rennen, Brudis. Und das wird die letzte Strecke sein für diesen Part. Und ich weiß auch nicht, nächsten Part wird es nächsten Part wird es mit Thema sein. Ich werde mich vorbereiten, wenn ich wieder aufnehme. Aber ich fand es jetzt mal so richtig chillig, mal wieder einen Part aufzunehmen von Mario Kart 7. Auch ohne Thema. Wobei wir haben ein bisschen noch geredet über Pokémon Omega Rubin Demo. Und ob ich auch Alpha Saphir mache. Und was haben wir noch geredet? Ja, genau, über die 2 neuen Modes zum Beispiel. Ja, wir haben schon uns ein bisschen unterhalten, würde ich sagen. So,
Was nehmen wir denn noch? Daisy's Dampfer. Richtig coole Strecke. Mario Kart Double Dash ist eine des besten Mario Kart Spiele. Muss man einfach so sagen. Es ist einfach innovativ, Freunde. So, bis jetzt wählen die meisten Wii-Strecken aus. Würde ich sagen. Und genau, noch eine Wii-Strecke zum zum Schluss, Brudis. Ja, wir haben in diesem Part nur Retro-Strecken gefahren. Das finde ich richtig cool. Das finde ich richtig schlau. Aber für einen anständigen Tittenfick. Was laber ich da? Das finde ich jetzt nicht so schlau. War mal für einen Tittenbonus anständige Titten braucht. Ja, genau, das wollte ich jetzt sagen. Wollte ich einfach mal von Esther biten. Genau. Für meinen Part. Ja. Was soll ich noch dazu sagen? Ich hatte den erst die Line erstmal richtig falsch ausgesprochen und auch falsch nachgemacht. Naja, das war richtig scheiße. Aber jetzt habe ich es richtig gepackt. So. Wo sind die ganzen Leute hier, Ficker? Das sind doch richtige Banger. Okay. So, jetzt gibt es erstmal zwei rote Panzer, die du nicht ausweichen kannst wahrscheinlich. Ach du Penner! Na. Oh, ich beite deine Oma. Esther. Mit der Schwester. Eva. Ja, reimt sich alles auf. Pella, ja. Kalabella, Talbalessa, la, 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 la. Lass mich in Ruhe, ich esse Gartensalat. Nein, nein, geh nach rechts, weil das nach oben führt und das ist viel besser und deine Oma stinkt nach Pferdekacke. Was soll das, Bowser? Bowser, du bist ein kleiner Wichser. Aber ich glaube, in der Wii-Version war das noch gar nicht so, dass man, dass es gar keine Beschriftungen gab mit dem Pfeil da zum Beispiel, dass es nach oben geführt hat oder dass es nach unten führt. Ja. Was soll man dazu sagen? Und jetzt leckt Fraps. Fraps erlaubt sich vieles. Fraps ist echt super. Ganz ehrlich, man muss einfach nur sagen, Fraps ist super. Hundertprozentig. Was soll denn der Scheiß hier? Mann! Setz euch Rose. Ah, toll, Alter. Ja, denn Oma. Was? Ach so, das ist noch die letzte... Ach, ich wollte schon meine 3DS weglegen, Alter. Geil. Ich habe irgendwie noch eine Chance bekommen. Ich glaube, es war gar nicht dritte Runde. Ehrlich? Ich dachte, es wäre immer die dritte Runde gewesen. Ja gut, da hätte sich die Mucke auch geändert. Aber die Strecke ist wahrscheinlich auch so lang, dass man das eigentlich gar nicht bemerkt hätte. Also lang wie die war, kam sie mir schon wie drei Runden vor. So, du Penner. So. Nein! Penner. Nein. Egal, dritter. Freue ich mich auf jeden Fall schon mal, Alter. Dritter ist ein schöner Platz. Gibt Punkte und ja, das war's, Freunde, für diesen Part. Ich würde sagen, bis zum nächsten Part. Wir sehen uns dann bei Mario Kart 7 Online. Haut rein, ciao, bis zum nächsten Part.